Straßenstars. Heute mit Bodo Bach, mit Anja Reske und mit Jörg Thaddäus. Und mit dem warmherzigsten Gastgeber im Hessenland. Hier ist Roberto Cappellutti. Dankeschön. Danke, Jörg. Vielen Dank. So, wie immer werden Sie heute drei Hessen kennenlernen. Sehr genau kennenlernen. Ich habe mich mit denen getroffen auf der Straße und habe ihnen viele, viele Fragen gestellt. Und diese drei Hessen versucht unser Rateteam richtig einzuschätzen. Unter anderem habe ich sie diesmal gefragt, was eigentlich genau bei einer Mondfinsternis passiert. Und ich habe sie gefragt, ob sie Wechselwähler sind. Das heißt, bei jeder Wahl eine andere Partei wählen. Hier sind unsere drei Straßenstars, die stellen sich jetzt vor. Hier sind Menja, Werner und Caroline. Ich bin Assistentin in einer Unternehmensberatung. In einem Familienstand? Ledig. In einer Partnerschaft? Nein. Deine Hobbys? Tanzen und Yoga, beides zusammen. Das nennt sich Shakti Dance. Ich unterrichte das, also ich mache ja auch orientalischen Tanz. Ich wandere gerne, fahre Fahrrad, lese gern. Was bist du denn für ein Typ? Positiv, optimistisch, herzlich, temperamentvoll. Mit mir kann man Spaß haben. Ein bisschen launisch. Ich kann auch ganz schön unter die Decke gehen. Ich bin Rentner. Ich habe Metzger gelernt, bin verheiratet. Ich habe einen Sohn und zwei Enkel. Ich bin Vereinskoch, das ist ein Fußballverein. Was kannst du am besten? Hackbraten, ein Knaller. Also an mir gibt es eigentlich nichts rumzumeckern. Treu wie Gold. Ich bin so ein Typ, der gern feiert. Guck gern Fußball. Ich habe eine Gartenhütte. Da treffen wir uns als mit ein paar Kumpels. Was sagt deine Frau dazu? Die sitzt meistens dabei. Du bist bekannt wie ein bunter Hund bei euch. Ja, das stimmt. Ich bin Erzieherin. In einer Kindertagesstätte, dabei viel Bewegung ist und ich nicht jemand bin, der einfach irgendwie still irgendwo sitzen kann. Ich mache seit 22 Jahren Taekwondo. Runter! Ja, mehrfache Hessenmeisterin. Ich reise gerne. Meine Mutter hat jetzt seit 3 Jahren ein Wohnmobil. Das leihe ich mir ganz gerne mal aus. Leider nur bisher deutschlandweit. Uh-huh. Bin zwar auch ein ruhiger Mensch, aber überwiegend eigentlich völlig gaga. Bist du gebunden? Im Moment nicht, nein. Die Taekwondo-Menja, der Hackbratenlerner und die Yoga-Caroline, unsere Straßenstars. Bodo, an apple a day. An apple a day. An apple a day. Keeps the doctor away. Genau. Keeps the doctor away. Keeps the doctor away. Ja, also wenn man, ja, das ist ein walisisches Sprichwort, ein englisches Sprichwort. Ja. Benutzt man in den USA auch sehr viel. Also ein Apfel am Tag und der Doktor bleibt weg. Wer konnte von den dreien mir dieses Sprichwort ergänzen? Der Werner als Metzger ist wahrscheinlich eher auf Fleisch als auf Apple. Caroline hingegen, Anja? Also Menja wird sicher viel mit Äpfeln zu tun haben, weil man in so Kindergarten den Kindern ja immer gerne so Apfelschnitze permanent zuführt. Aber ich nehme an, dass sie dann nicht immer mit diesem englischen Spruch um die Ecke biegt. Werner, glaube ich, mit seinem Hackbraten. Also würde ich auf Caroline tippen, die ja eh körperlich... Mit Yoga und gesund. Ja. Überraschenderweise sagt Jörg Werner. Ja, weil ich mir das vorstellen kann, dass Werner bei solchen Fleischereitagungen war, also wo ganz viele Menschen zusammen waren, da gibt es immer Vorträge und ein Vortrag hieß, an apple a day keeps the doctor away, aber übertreibt es nicht mit dem Obst, esst Fleisch. Okay, wir gucken uns Werner gleich an, aber du hast ich jetzt nochmal gewechselt. Also das mit der Erzieherin hat mir eingeleuchtet und ich bin bei der Menja. Ja. Weil wegen der Kinder, und aber sagt man kleinen Kindern im Kindergarten, an apple a day keeps the doctor away? Man spricht da schon auch viele englische Sprachen im Kindergarten inzwischen. Gut, wir schauen uns zuerst den Werner an. Jörg ist überzeugt, dass Werner uns den Spruch ergänzen kann. An apple a day keeps the doctor away. Ergänze mal. An apple a day, das ist ein Sprichwort. Ja, ja, ich überlege schon. An apple a day ist prima. Sagen wir mal so. Isst du jeden Tag ein Apple? Nee, alles, wo Würmer drin sein könnte, das mag ich nicht. Das ist doch nicht schlimm für dich, das ist eine Fleischbeilage. Wenn man dran denkt, ich mag's nicht. Schade. An apple a day ist prima, aber schade. Es kam nicht der Satz mit dem aber Doktor, den wir gerne gehört haben. Bei Caroline wird das anders sein. Caroline kennt selbstverständlich den Spruch. An apple a day keeps the doctor away. Das kenne ich von einem Ex-Chef von mir. Wobei, der hat immer gesagt, der hat immer einen Apfel gegessen. Weiß ich gar nicht, ob der... Und dabei geraucht wie ein Schloten, abends auf. Ja, richtig. Ja, und das hat sie gewusst und das sind 10 Punkte für Anja. Die Menja, die lebt sportlich und gesund und arbeitet mit kleinen Kindern, gibt's Apfelschnitten. Das hat Bodo überzeugt. An apple a day. Oui. What? An apple a day. Ja. Das ist ein Sprichwort. Das soll zu ergänzen. An apple a day. Du hast das noch nie gehört? Nie gehört. Nee. Aber du verstehst, was gemeint ist, ne? Ja, ja. Ein? Apfel am Tag. Ja. Ja. Hat keins weg? Nee. Schade. Nee. Also das Sprichwort ist in Hessen noch nicht so bekannt. Wie sieht es denn aus mit der Schreibweise des Wortes Chihuahua, Anja? Oh, das ist. Kennst du die kleinen Fußhupenhunde? Chihuahua. Chihuahua.
Ich würde denken, dass es mit CH anfängt. Mhm. Und dann I, H, Chihua. Das wollte ich eigentlich nur noch mal sehen. Chihuahua einfach, oder wie? H-U-A-U-A-H-U-A. C-H-I-H-U-A-H-U-A, genauso. Chihuahua. Wer von den dreien hat das so richtig buchstabieren können? Bodo, sagst du sofort, Menja? Ja, ich weiß gar nicht, dieser Chihuahua, wo kommt der her, der Wauwau? Keine Ahnung, das ist der kleinste Hund der Welt. Hund der Welt. Es gibt vielleicht in Mexiko ja, eine Provinz, die heißt auch Chihuahua. Vielleicht kommt er aus dem Landes Taekwondo, habe ich mir gedacht. Und so, Chihuahua, das Taekwondo, dass das vielleicht so eine Verbindung wäre. Okay. Caroline? Caroline hat, finde ich, gerade dieses Sprichwort schon sowas auch perfekt ausgesprochen. Ja, cool. An apple a day, so. Und dann, glaube ich, wird sie auch Chihuahua. Auch perfekt. Ich glaube, sie wird es ganz anders aussprechen, als wir denken, aber sie wird es gut buchstabieren können. Okay, ja, überraschenderweise, Werner. Ja, wieder Thema Fleischerei, weil ich war kürzlich, und das ist keine erfundene Geschichte, bei einem Metzger, und ein anderer Mann hat einen Hasen bekommen, und da war der Kopf noch dran. Ja, damit es keine Katze ist. Damit man weiß, dass es keine Katze ist. Das habe ich mir dann auch erklärt, das wusste ich nicht. Und deswegen denke ich mir, dass es da ganz viele Fallstricke gibt für den Metzger. Also was für Tiere nicht alles geschlachtet werden. Und da gibt es so eine Liste, da ist er jeden Tag dran vorbeigegangen. Der wurde auch abgebildet, wie die gehäutet aussehen. Okay, also Werner wird das hinbekommen, sagst du? 100%. Buchstabier doch mal bitte. Chihuahua. C-I-A-W-A-U. Chihuahua. Und es wird dann Chihuahua ausgesprochen. Ja, ich nehme es mal an, dass so ausgesprochen wird. Für mich ist das kein Hund. Was ist für dich ein Hund? Also mindestens mal beim Schäferhund. Die kleinen Anfänger da, die mag ich nicht. Kein Okay, die Menja, kämpft Taekwondo, ist Hessenmeisterin mehrfache, und die weiß sicherlich dann auch, wie man Chihuahua schreibt. Buchstabier doch mal bitte. Chihuahua. C-H-I-U-A-C-H-A. Der heißt Chihuahua. C-H-I-A-U-A-U. Chihuahua. Mach jetzt einmal da mal ein H hin. C-H-I. Ja. H-U-A-H-U-A. Ja. Fertig? Ja. Ja, und das war dann richtig, das sind 10 Punkte für Bodo. Caroline konnte eben gerade schon an apple a day so gut aussprechen. Dann wird sie jetzt auch den Chihuahua richtig buchstabieren. Glaubt Anja. Buchstabier doch mal bitte Chihuahua. C-H-I-W-A-W-A. Ich weiß es nicht. Chihuahua? Chihuahua? Chihuahua. C-H-I-W-O-U-W-A. Chihuahua. C-H-I-W-A-U-W-A. Ja, genau. Machen wir es doch so. Ja, viele Versuche, keiner war der passende. Jörg, was passiert eigentlich noch mal ganz genau bei einer Mondfinsternis? Das ist natürlich eine ganz leichte Frage. Hier ist die Erde und da ist die Sonne. Ja. Und wenn von der Sonne kein Licht mehr beim Mond ankommt, ja, dann ist, also er überhaupt gar nicht mehr beschienen ist, ist Mondfinsternis. Tatsächlich, der Mond ist praktisch im Schatten der Erde. So sieht das Ganze aus. Hier kann man den Mond sehen, eigentlich dürfte man ihn ja gar nicht sehen, weil er im Schatten der Erde ist. Aber um das ein bisschen zu verdeutlichen, haben wir das so gemacht. Wer von den dreien konnte mir das so erklären, dass die Erde zwischen Mond und Sonne steht? Werner weiß es, weil er es in der Gartenhütte guckt mit seinen... Werner hat auch einen Mondkalender zu Hause. Nein. Sieht ja auch ältere Frauen und Männer denken oft glauben daran, dass das jetzt besonders energisch ist, der Tag energetisch. Ja, oder dass der Hackbraten besonders gelingt. Oder dass die Milch leichter umkippt wegen des Mondes. Natürlich. Bodo, der Meinung bist du überhaupt nicht. Nein, der Werner wird sagen, um die Zeit schlafe ich. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, dass unsere Kindergärtnerin, die Erzieherin, die wird den Kindern schon mal erklären müssen, wie das da draußen alles funktioniert mit den Planeten und so. Ich glaube, die waren sogar im Planetarium. Ja, oh ja. Ein Ausflug ist Planetarium gemacht. Aber versteht das dann wirklich die Kindergärtnerin? Nein, das ist nicht der Punkt. Die Kinder nicht, die Kindergärtnerin ja. Caroline, wenn sie ihren Shakti-Dance da macht, ihren Yoga-Tanz, vielleicht ist sie bei der Mondfinsternis besonders sexy. Das ist ein guter Tipp, Herr Cavalludi. Die macht ja Yoga und so. Die ist ja esoterisch unterwegs. Vielleicht gibt es ja sogar die Figur, die Mondfinsternis beim Yoga. Die Mondfinsternis, ja, genau. Da stellst du dich vor der Eisschrank und dann bildet der einen Schatten hin auf dem Fernseher oder so. Das ist, du siehst die Bierflasche hinter dir nicht mehr. Ich nehme die Caroline, das ist gut. Ja. Okay, dann schauen wir uns zuerst die Menja an. Kriegt sie das hin, uns zu erklären, was eine Mondfinsternis ist, nämlich dass der Mond im Schatten der Erde ist. Was passiert bei einer Mondfinsternis? Dann schiebt sich die Sonne vor den Mond. Stopp mal. Dann ist der Mond vor der Sonne. Oh Mann, im Radio hieß es doch einfach nur, heute ist Mondfinsternis, aber
eigentlich weiß es keiner, weil man es nicht wirklich sieht. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass es einfach bewölkt war. In Kassel sowieso. Also, du gibst jetzt auf, weil deine Begründung ist, du wohnst hier in Kassel und hier kann man sowieso sowas nie sehen. Richtig. Kassel ist immer wo. Oh je. Wie gemein. Das war jetzt leider nicht die richtige Erklärung. Die bekommen wir jetzt aber vielleicht von Caroline. Haupt Bodo. Die Yogafrau. Was geschieht denn eigentlich bei einer Mondfinsternis? Das ist die Erde, das ist der Mond. Die Sonne strahlt nämlich den Mond an, dann schiebt sich die Erde vor den Mond. Oder ist es so? Man sieht den Mond nicht, also versteckt sich der Mond hinter der Erde. Also wirft die Erde den Schatten. Genau. Die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond, sodass der Schatten der Erde den Mond verdeckt. Genau das war die richtige Erklärung. 10 Punkte für Bodo. Und Werner weiß, den besten Hackbraten macht man bei Mondfinsternis. Glaubt Jörg. Bei einer Mondfinsternis, was passiert denn da genau? Da schiebt sich die Sonne, nein, da schiebt sich der Mond hinter die Sonne. Hast du meine gesehen, Mondfinsternis? Es wurde auf einmal stockdunkel. Wieso wird stockdunkel, wenn der Mond hinter der Sonne ist? Da muss es doch genauso hell bleiben. Ach so, ja, genau. Der Mond schiebt sich vor die Sonne. Deswegen wird es dunkel. Deswegen ist es Mondfinsternis. Das war eher diese. Das war die Sonnenfinsternis. Das war die Sonnenfinsternis. Ja, aber weil, ja, da hättest du ja. Wir kommen zur nächsten Runde. So, wir haben jetzt unsere Straßenstars schon ein bisschen kennengelernt bei den Wissensfragen. Jetzt geht es um Eigenschaften der drei Straßenstars. Ich habe die drei gefragt, ob sie Wechselwähler sind. Also ob sie immer die gleiche Partei wählen oder ob sie sagen, nö, mal wähle ich die, mal wähle ich die. Was glaubt ihr? Wer von den dreien ist Wechselwähler? Werner hat auf jeden Fall schon am häufigsten gewählt, aber deswegen hat er auch schon gemerkt, bringt doch eh nichts, wenn ich wähle, wähle ich auch mal die gleiche. Nein, nein, das stimmt ja nicht. Der nee, Werner weiß ja schon, dass man als, das ist ja ein Grundrecht, was man nutzen sollte. Also ich glaube, dass der da politisch sehr interessiert ist. Ja, ich glaube auch, dass er wählen geht, aber es kann ja vielleicht sein, dass er sagt, und auch, komm, gewechselt hat. Ja, wer wechselt. Der Zeit, hat er, der geht jetzt mehr in die Ökoschiene, glaube ich. Mhm. Ja, du sagst Caroline? Ich glaube, dass die Caroline, bei Caroline hat das viel mit ihren Beziehungen natürlich auch immer zu tun. Also Caroline ist, hat sie ja vorhin gesagt, sie geht sehr leicht an die Decke, sie ist ein widerständiger Mensch. Sie hat immer das Gegenteil von ihrem Partner gewählt. Ah. Und deswegen, jetzt im Moment ist es für sie schwierig, weil sie Single ist, momentan nicht mehr lang, aber momentan. Ja. Und deswegen hat das natürlich ständig gewechselt, weil sie war sowohl schon mit CDU als auch mit Grünen zusammen. Anja, glaubst du, bei Menja ist diese Situation auch so komplex? Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass jüngere Menschen noch öfter wechseln als, also sie kommt ja aus einer anderen Generation. Es könnte sein, dass sie angefangen hat mit Grün, dann die Piraten, weil das so ein netter Typ war, der da sie an der Straße angesprochen hatte beim letzten Mal. Ah, okay. Und dann hat er gesagt, Mensch, und ich brauche doch deine Stimme und nur dann können wir was werden. Er hat gesagt, na gut, dann mache ich mir mein Kreuz da. Ja. Würde sie aber, glaube ich, beim nächsten Mal nicht mehr machen. Okay, hier ist Menja. Wählst du meistens oder immer die gleiche Partei? Nee. Du wechselst? Ja. Ja, warum so? Ja, euch gebe ich's. Willst du immer die anderen? Also eigentlich bin ich schon immer bei der gleichen Partei, aber kann schon durchaus sein, dass es auch mal eine andere ist. Ja, ist dann so aus Protest, weil ich komme, jetzt zeige ich euch. Da habt das. Durchaus, ja. Ja, damit ist sie Wechselwählerin. Also sie hat schon verschiedene Parteien gewählt. Da hast du recht gehabt, Anja. Und beim Werner ist es genauso, der hat auch mal eine andere Partei gewählt. Er ist auch Wechselwähler, glaubt Bodo. Wählst du immer oder meistens die gleiche Partei? Ja, wenn es ums Dorf geht, da wähle ich den Mann oder die Frau, die mir gefällt. Unabhängig von der Partei? Das hat mit der Partei nichts zu tun. Ja. Aber sonst auf Bundesebene wähle ich immer dieselbe Partei. Da sehe ich schon Situationen, dass du dich geärgert hast und gesagt hast, oh Mensch, jetzt wähle ich jemand anders. Das gab's auch schon, aber bis zur nächsten Wahl hat sich das wieder gelegt. Ja. Aber damit ist er kein Wechselwähler. Okay. Und Caroline ist auch Protestwählerin sogar, aber nicht gegen die Parteien, sondern gegen die Partei ihres jeweiligen Partners. Und damit auch Wechselwählerin, glaubt Jörg. Wählst du meistens oder immer die gleiche Partei? Ich bin eher eine Wechselwählerin, aber ich habe eine Tendenz. Ah, und in der Tendenz bist du dann am Wechseln? Oder? Ja, also es gibt zwei Parteien und da wechsle ich manchmal. Muss man den anderen einen auswischen oder warum wechselst du? Das bringt nichts, das habe ich, als ich ganz jung war, gemacht. Ja. Aber es ist eher so, das kleinere Übel hört sich blöd an, aber dass ich eher sage, ich bleibe mir selber treu, auch dann. Aber sie wechselt und zwischen zwei Parteien und Jörg kriegt die ersten 10 Punkte. Wie oft stellst du dich auf die Waage, habe ich die drei gefragt. Wer stellt sich öfter als einmal im Monat auf die Waage? Oh. Mehr als einmal pro Monat. Mhm. Wie oft stellst du dich, Jörg? Einmal, dann ist sie ja kaputt. Richtig. Das war er. Spielt keine Rolle. Hm. Du glaubst ja, Werner stellt sich mehr als einmal im Monat auf die Waage? Ja. Ehrlich, warum? Seine Frau sagt immer, du, pass mal ein bisschen auf, kommt ein bisschen Plauze hier. Mhm. Und dann stellt er sich drauf und sagt, stimmt gar nicht. Nur
200, der hat sogar so eine ganz genaue mit Grammzahlen. Aha. Vielleicht sogar Body Mass Index. Okay, Benja auch? Ich kenne mich im Taekwondo nicht so aus, aber es kann sein, dass die da verschiedene Kampfgruppen haben, dass die vielleicht nach Gewicht dann sagen muss, ich muss das Gewicht haben, sonst muss ich gegen die andere da kämpfen oder so. Also, und da die Aktivsportlerin, Hessenmeisterin, die muss gucken, wie schwer sie ist. Ja. Jörg, du sagst auch, wenn ja wegen Gewichtsklassen. Ja, weil das hat mich jetzt gerade daran erinnert. Ich war ja mal eine Zeit lang Boxer und da wurde man nach dem Training gewogen. Und das war ganz furchtbar, weil wenn man nur ein bisschen abwich aus seiner Kampfliste, man kriegt sofort eine Ohrfeige vom Trainer. Zu Recht, grundsätzlich. Grundsätzlich. Also das heißt, es war ein entsetzliches Wiegen. Und du musst die Klasse bringen, weil sonst fällst du ja für die Mannschaft aus, wenn du zu schwer bist. Oh ja. Bei Caroline sind wir uns einig, die geht nicht auf die Waage, die tanzt ihr Gewicht weg. Ja, Frauen gehen nicht gerne auf Waage. Also so viel weiß ich, glaube ich, über Frauen, dass Frauen nicht gerne auf Waagen gehen. Ah, okay. Dann gucken wir uns Caroline zuerst an. Wiegt sie sich also nicht oder auf jeden Fall nicht öfter als einmal im Monat? Wie oft stellst du dich auf die Waage? Vor 2 Monaten hätte ich gesagt, nie. Irgendwann habe ich gedacht, jetzt möchte ich es doch mal wissen, damit es nicht pöppt, weil ich esse gern und viel und oft und so. Und damit es nicht immer mehr... Das heißt, wie oft stellst du dich jetzt auf die Waage? Einmal am Tag. Einmal am Tag? Morgens, ja, morgens. Schreibst du fürs Buch? Nö, nee. So schlimm ist es noch nicht. Tatsächlich, Caroline geht einmal am Tag sogar auf die Waage und wäre ein guter Tipp gewesen. Aber das ist Menja sicherlich auch, denn sie muss ja ihr Kampfgewicht fürs Taekwondo haben. Wie oft stellst du dich auf die Waage? Vielleicht einmal im Monat. Warum? Weil es immer das gleiche Gewicht ist überwiegend. Ich meine, warum machst du es überhaupt? Also ich meine, du bist doch super durchtrainiert oder musst du es machen, um zu gucken, dass deine Kampfsportgewichtsklasse bleibt? Nö. Also ich mache ja keinen Vollkontakt. Ich brauche da nicht in meiner Disziplin das Gewicht. Also, aber einmal im Monat stellt sich trotzdem drauf, um mal zu gucken. Ja. Das habe ich ja nicht gesagt. Das haben wir nicht gewusst. Vollkontakt. Okay. Okay. Auf jeden Fall stellt sie sich nicht mehr als einmal pro Monat auf die Waage. Das wird auch beim Werner so sein, glaubt Anja. Ich glaube auch täglich. Wie oft stellst du dich auf die Waage? Nicht so oft, meistens so nach Feiertage, wo viel gegessen wird. Weihnachten, Geburtstag, Ostern. Ja, genau. Ja. 4-mal im Jahr. So. Naja, schon ein bisschen mehr. Es hat ja mal der Geburtstag und mal der Geburtstag. Da kommen wir schon auf 12, oder? Ich glaube, das reicht auch noch nicht. Also 2-mal im Monat? Ja, das kann so ungefähr hinkommen. Meistens erschrickst du dich. Ja, und das sind 2-mal im Monat, ist mehr als einmal. Das ist im Dunkel. Weil du so viele Geburtstage hast. Gut gehabt. Wer von den dreien war noch nicht auf Mallorca? Oh. Was glaubt ihr? Wer war da noch niemals? Menja? Also Menja war ja, war sie ja nur in Deutschland unterwegs, hatte sie ja gesagt. Mit dem Wohnmobil. Ja. Von der Mutti. Genau, und ich glaube, wenn sie dann eine Fernreise macht, würde sie jetzt nicht nach Mallorca fahren. Ja. Caroline war noch nicht auf Mallorca? Caroline war nicht auf Mallorca. Wir haben vorhin zu unserer aller Verblüffung festgestellt, wie gut Caroline Englisch spricht. Das liegt daran, dass sie lange Zeit sich für das Dudelsackspiel interessiert hat und deswegen ihre Urlaube größtenteils in Schottland verbracht hat. Ach so. Und da war natürlich keine Zeit mehr noch nach Mallorca. Das passt auch typmäßig mehr zu ihr. So Irland, Schottland, diese nordische Geschichte. Ja, ja, und macht dann da Yoga. Und einer spielt mit Dudelsack. Nein, das war früher. Ach so. Mit Dudelsack. Heute ist Yoga. Jetzt ist das auch im Bereich der Möglichkeiten, aber jetzt hat sie es noch nicht geschafft. Verstehe. Nein, die Caroline, die war in Magaluf, da hat die Englisch gelernt auf Mallorca. Das ist ja die Hochburg der Engländer. Okay. Mit dem Unternehmen, was sie da berät. Die Menja vorhin, das hat die deutlich gesagt. Die Mama gibt mir ab und zu ihr Wohnmobil und dann fahre ich nur aber innerhalb Deutschlands. Mit dem Wohnmobil nur innerhalb Deutschlands? Ja, aber deshalb nicht nach Mallorca, wie die. Okay, Anja, aber bei Werner seid ihr euch sicher, der war schon auf Mallorca? Der Werner, mit dem Fußballwein kommst du nicht drum rum, musste. Gut, dann schauen wir uns jetzt zuerst Menja an. Menja war noch nicht auf Mallorca, das sagen Bodo und Anja. Warst du schon mal auf Mallorca? Nein. Warum nicht? So im Taekwondo-Verein mal dahin oder hier internationale Meisterschaft? Hessen gegen die Balearen und dann noch. Nein. Nee, reizt dich auch nicht Mallorca? Nö. Ist doch schön da, gerade die Nordseite mit den Buchten. Nö. Nee. Die war noch nicht auf Mallorca und ich glaube, sie will auch nicht so gerne nach Mallorca. Bevor wir uns Caroline angucken, was ist eigentlich mit Werner? War er tatsächlich schon auf Mallorca? Warst du schon mal auf Mallorca? Da habe ich meinen 50. Geburtstag gefeiert. Auf Mallorca, ja. Richtig auf dem Ballermann oder wie hast du es gemacht? Ja, ja, so richtig auf dem Ballermann. Das hat mich mal schön und mal gekostet. Da waren noch Kumpels mit. Aber das war das einzige Mal, dass du da warst? Das war das einzige Mal, ja. Ich mach den Trubel da nicht so, dass... Das sagt man nicht so zu. Ja, aber er war einmal da, der Werner. So, jetzt fehlt uns noch Caroline, die war auch noch nicht auf Mallorca, denn sie fährt lieber oder fuhr lieber nach Schottland. Warst du schon mal auf Mallorca? Nee. Warum nicht? Mallorca ist schön. Da gehen alle hin, dann gehe ich nicht hin. Ja, man kann aber, es ist ja eine ganze Insel, also die gehen ja alle nur an einen Ort meistens, und andere gehen an einen anderen Ort und so. Nee, aber
Also ich würde es inzwischen gerne mal machen, weil es gibt ja auch schöne Ecken, wo eben nicht alle sind. Nicht nur Rambazamba. Nur trinken oder so, ja. Sie war noch nicht da und da sind 10 Punkte für ihr. So. Unser Punktestand. Wir haben Anja führend mit 40 Punkten, oh ja. Dann Bodo mit 30 und Jörg mit 20 Punkten. Und Sie wissen es, wenn Sie auch gern mal ein Straßenstar sein möchten und sich hier von Bodo, Anja oder Jörg einschätzen lassen möchten, dann besuchen Sie uns doch im Internet unter straßenstars.de. Da können Sie sich als Straßenstar bewerben. Oder vielleicht kennen Sie auch jemanden, von dem Sie glauben, das wäre ein guter Straßenstar. Den können Sie uns da vorschlagen. Dein Straßenstar, Jörg Thaddäus, darf sich zuerst seinen Straßenstar aussuchen. Zudem kriegt er 2 Fragen gestellt, pro richtig beantworteter Frage 20 Punkte, Jörg. Die einzige, bei der ich bisher richtig lag, war bei Caroline. Ja, da gibt's, wir haben, glaube ich, wenig Schnittmenge, aber das kann ja reizvoll sein. Udo, was ist mit dir? Lass mich raten. Mr. Hackbrate hätte ich. Okay, Melja für Anja. Jörg, ich habe Caroline gefragt. Sie bekommt eine Gehaltserhöhung von 25% und verdient jetzt 2000 Euro. Wie viel hat sie denn vorher verdient? Ah, ich weiß es. Du könntest, glaube ich, oder? Ja, dann sag's doch. Ein Viertel mehr hat sie bekommen. Ja. Also 1500 hat sie vorher gehabt. Wie viel ist ein Viertel? Warte mal. Das ist ja Quatsch. Aha. Nee, das ist schwierig. Du musst beantworten. Mich hat er nicht. Wer sich so vordrängt. Um das abzukürzen, Jörg, die richtige Lösung wäre 1600 Euro gewesen. 1600. Weil ein Viertel, also ja. 25% von 1600 sind 400. Und dann kommst du auf die 2000. Man kann es ausrechnen, man kann aber auch einfach ein bisschen rumprobieren. Ja. Ja. Hat sich Caroline die Zeit, also konnte sie es entweder ausrechnen oder hat sie sich die Zeit gelassen zum Rumprobieren oder hat sie aufgegeben? Hm. Sie ist bei einer Unternehmensberatung. Assistenz der Geschäftsleitung. Also Assistentin der Geschäftsleitung. Also wenn diese Leute irgendwas können, dann rechnen. Ja. Du bekommst eine Gehaltserhöhung von 25% und verdienst jetzt 2000 Euro. Wie viel hast du vorher verdient? 1500? Nee, 1750. Die Hälfte 50 sind 5, ein Viertel sind 500. Oh, das ist doch rückwärts. Dann habe ich ja jetzt, dann gebe ich auf. Ich probiere es nochmal. Mit 1600, 10% davon sind 160. 1600 sage ich. Und das war dann richtig. Jawohl, 20 Punkte für Jörg. Caroline. Wie auch immer. Ganz spontan, ja. Den Werner habe ich gefragt, wer Kurt Cobain war. Ja. Ja, Kurt Cobain. Kurt Cobain war Sänger der Rockband, Nirvana, also schon eine hartere Rockband, Nirvana. Läuft auf dem Ballermann weniger. Als er sich erschossen hat 1994, das war schon eine Meldung. Das interessiert den Werner alles null. Ja. Um es vornehm zu sagen, Scheiß interessiert ihn das. Nein, der weiß es nicht. Okay. Wer war Kurt Cobain? Ja, ich glaube, das war ein Musiker, ein Komponist. Heißt er nicht Chopin? Ach, Chopin, Chopin. Ja. Mein Kurt Cobain. Nein, also dann weiß ich es nicht. Aber den anderen, den kennst du? Den Musiker, den kenne ich. Magst du so Musik? Operette ja, Ober nicht. Das ist mir zu langweilig. Ja, er hat es nicht gewusst, 20 Punkte. Er kannte nur Kurt Chopin. Frédéric Chopin. Kurt Chopin. Ja. Anja, die Menja habe ich gefragt, wie viele schwarze Figuren auf dem Schachbrett stehen. Oh. Es sind? Keine Ahnung. 16. 16, natürlich. 16, 8x8 sind die Felder, 8x8 ist 64, 2 Reihen sind mit schwarzen Figuren belegt. Wie du siehst, spiele ich nicht Schach. Ändert sich im Laufe des Spiels. Ja. Ja, aber am Anfang stehen... Das wäre eine gute Antwort, würde die auch gelten? Nein. Nein, am Anfang stehen 16 Figuren drauf. Ach so. Weiß das Mensch ja. Aha. Wie viele schwarze Figuren sind auf dem Schachbrett? Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Bauern es gibt. Ist nicht vielleicht einfacher, die anderen Figuren zu zählen? Also 2 Türme, 2 Springer, König, Dame... 7. 7. Sind das nur 14? Mann, was gibt's denn da noch für komische Figuren? 16. Wie kommst du jetzt auf 16? Weil ich jetzt einfach von 8 Bauern ausgegangen bin. Also, nehmen wir? 16. Und das war richtig, jawohl, das sind 20 Punkte für Anja. Glück muss der Mensch haben. Ja, wow. Die Caroline, räumt die zu Hause auf, wenn sich Besuch angekündigt hat? Wenn nur nach Besuch, nach normalen Besuch. Ja. Ich glaube, das macht man. Also, und Caroline macht das logischerweise auch, die räumt vorher... Ihr Bauchtanzkostüm. Was macht sie ja auch? Bauchtanz räumt sie weg, damit es da nicht überall klimpert. Wenn sich Besuch angekündigt hat.
Räumst du dann zu Hause nochmal auf? Aber hallo. Ich, wieso? Ich selber fühle mich nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, dass nirgendwo Platz ist. So wüst sieht es bei dir aus? Ja, kann schon. Mhm. So können wir Klamotten bergen, hier auf dem Sofa ein bisschen was. Schon im Schlafzimmer. Dein Besuch kommt auch gleich ins Schlafzimmer mit rein. Nein, es kann auch mal passieren, ja. Aber dann sollte es da auch aufgeräumt sein, genau. Also du räumst auf. Ja. Jawohl, Jörg, sie räumt auf. Herr Werner. Werner ist ja ein Harter, auch wenn er sich vor Würmern fürchtet. Hat er Angst vor dem Zahnarzt? Oh, als Metzger, hör mal, guck mal, der hat teilweise selber sich die Zähne gemacht, früher wäre er noch aktiv. Ja, bevor ich da rübergehe beim Willen, dann mache ich das selber. Der hat sich selber die Zähne gemacht. Ja. Ja. Also jetzt muss ich was sagen, hat er Angst, muss ich sagen, nein, hat keine Angst. Hast du Angst vor dem Zahnarzt? Ich habe jetzt einen Zahnarzt, das sind zwei hübsche Mädchen und da will man ja nicht so. Das heißt, du legst dich dann dahin und machst einen auf coolen Typen, aber eigentlich hast du Angst. Man merkt doch, wenn man da liegt, wie man sich verkrampft. Aber es geht rum. Hast du auch schon Tage vorher, dass du dran denkst, oh Mann, ich muss am Freitag zum Zahnarzt? Das habe ich eigentlich nicht. So ein Schisser bin ich nicht. Nee, also hat er keine Angst. Es sind ja die hübschen Mädels da. 20 Punkte. Ist Menja Langschläferin? Jetzt mal unabhängig vom Job, aber generell. Ist sie eher so die Langschläferin? Also kann sie richtig lange schlafen oder ist sie die grundsätzliche Frühaufsteherin? Auch so Wochenends? Das ist ja ganz schön schwierig zu sagen. Man sieht das den Menschen ja nicht an. Würdest du zum Beispiel glauben, ich bin Langschläfer oder Kurzschläfer? Du bist Langschläferin, Anja. Nein. Echt nicht? Nein. Mega Frühaufsteher. Und der Bodo? Der Bodo ist auf jeden Fall Frühaufsteher. Ja. Träumen beide. Also man sieht es den Leuten nicht an. Okay, aber nichtsdestotrotz, Renja. Nein. Sie ist Frühaufsteherin. Frühaufsteherin, keine Langschläferin. Bist du Frühaufsteherin oder Langschläferin? Langschläferin. Weil du gerne schläfst? Ja. Was heißt bei dir langschlafen? Kann ich bis zu 16 Uhr im Bett liegen. 16 Uhr? Aber schlafend auch? Ja. Ist aber auch die Frage, wann ich dann früher ins Bett gegangen bin. Bist du dann ins Bett gegangen ungefähr? 6, 7. Ach so, du bist auch entsprechend ordentlich unterwegs. Ja? Total die Nachteule, ja. Oh. Also Nachteule und Langschläferin, Anja, okay, keine Punkte. Unser Punktestand hat sich interessant entwickelt. Wir haben Jörg und Anja mit jeweils 60 Punkten und führen Bodo mit 70 Punkten und Werner. Ja. Und jetzt kommt die Entscheidungsrunde. Es geht um 10 Euro, die habe ich den drei Straßenstars angeboten, wenn sie in unsere schwarze Kiste reingreifen. Die war randvoll mit Mehlwürmern. Die stehen jetzt vor dir, Jörg. Ja. Lebende Mehlwürmer. Da sollten sie ihre 10 Euro rausholen. Was glaubt ihr, hat das euer Straßenstar gemacht? Der Werner mit den Würmern, aber der weiß ja nicht, dass Würmer drin sind. Das weiß er nicht, aber vielleicht merkt das und macht also dann... Also reinfach, genau, und aufgeben. Werner hat das gemacht, sagst du? Also als Metzger hat man erstmal grundsätzlich ein gewisses mutiges Naturell. Und da glaube ich, da greift er schon mal in die Kiste, dann wird er sagen, oh, das ist nicht so ganz so lecker. Ja. Aber der hat auch schon Blut gerührt früher als Metzger, musste ja machen und so. Also das zieht er durch die Nummer. Die 10 Euro fischt er sich. Okay. Caroline Jörg, sagst du? Ich glaube, dass sie es macht und dass sie, aber weil sie vorhin auch schon für möglich gehalten hat, dass sie jetzt aufgibt bei der Berechnung. Ja. Dass sie dann womöglich sagt, um Gottes Willen, das ist ja schlimmer. Also, weil das fühlt sich ja wirklich ekelhaft an, muss man ja mal sagen. Minja hat da kein Problem. Nee, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, dass sie schon zurückzuckt, aber... Sie zieht's durch. Taekwondo halt. Dann schauen wir uns jetzt zuerst die Caroline an. Tipp von Jörg. Unsere schwarze Kiste. Da kriegst du ja von Nivea-Creme schon Angst, weil du denkst, es ist Gehirnmasse oder so. Oder irgendwelche Krabbeltierchen. Was spürst du? Sand. Nicht so feste, da rumwühlen bitte. Aha. Stell dich nicht so an. Stell du dich nicht so an. Sie hat's getan, Jörg. Sie hat sie rausgeholt. Alle Punkte gesetzt. Keine Punkte mehr bei Jörg. So, Anja. Oh. Bei Menja wird es ähnlich sein, aber sie wird es auch durchziehen. Ja, sie zieht es durch. Okay. 10 Euro sind da drin. Hol sie raus. Was überlegst du gerade, was da drin sein könnte, was dir nicht gefällt? Spinnen, Ameisen. Ich kann das nicht ausschließen. Aha, ich probier's. Vorsichtig, nichts töten. Was? Hast du? Ja. Und was war drin? Sie hat es aber auch getan. 54 Punkte gesetzt, 114 Punkte. An Apple a Day mag ich nicht, da sind Werner drin. Wenn der Werner das jetzt nicht macht, Werner. Das fühlt sich an wie lebende Hackbrate. Greif da rein, das ist schon... Hier ist Werner. Bitte. Werner, da drin habe ich 10 Euro. Das mache ich. Ja, aber da könnte noch was anderes mit drin sein. Das ist mir egal, ich habe keine Angst. Ach, ich habe vorhin erzählt von dem Apfel und den Würmern. Ja, ich esse die ja nicht.
Was spürst du? Fühlen sich an, ja, wie so kleine Würmer. Das findest du jetzt nicht ekelhaft? Nee, das finde ich nicht ekelhaft, aber die 10 Euro, da lese ich ja. Das gibt ein Kasten Bier. Er hat es getan, alle Punkte gesetzt. Und das sind 140 Punkte. Unser Gewinner heute heißt Bodo Bach vor Anja Reschke und Jörg Thaddäus. Das war Straßenstart. Dankeschön an Ninja, Werner und Caroline. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss. Bodo.